Hi, hier ist wieder euer Schokobomber. Ja, und weiter geht's. Mit Let's Back an, ja. Im letzten Teil wurden wir hier nach Gumbo geschossen. Weil dieses Dorf überhaupt hier uns opfern wollte. Um nur so ein Feuerdrachen. So. Dann suchen wir einfach mal diesen Feuerdrachen. Gadwin und Sue. Hoffentlich treffen wir jetzt noch irgendwann auf uns. Ich will es nicht spoilern. Fehler und Justin sind schon so ganz schön stark. Gucken wir mal, was uns bei Hang des Vulkans 2 erwartet. So, ein Baum. Den würde ich mir mal als Landmark merken. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Jetzt denke ich mal, wissen wir, wie wir da rüberkommen. Jo, das wollen wir auch zu sehen, dass man das machen muss. Aber dann geht's noch weiter. Muss ja irgendwas sein. Ja, natürlich. Ein Köter. Da will ich hin. Hallo, Herr Feuer, Flamme und Steinmann. Bitte weg. So, Schlummer. Schlummerrolle verletzt alle Pfeile im Schlaf. So gut wie nichts mehr. Oh man, haut ab. Hey, die kriegen uns gar nicht. Hier ist nicht Geld. Hm. Ja, wieder runter. Wie jetzt. Auf zwei. Auf den Gegenstand und Geld. Der Gegenstand, der auch noch total sinnlos ist. Okay. Wenn ich schon mal Tunnel zu sein. Oh. Sieh mal zu. Justin, Fehler sind da drüben. Ja, da sind sie. Wir haben sie gefunden. Hallo, Justin. Fehler. Okay. Da sind die zwei wieder. Ah, Gavin, Sue. Ihr seid mit uns gekommen. Es passte gerade terminlich. Wir lassen doch nicht zu, dass ihr euch aufopfert. Nicht, Gavin? Jo. Wir kämpfen mit gegen den Feuerdrachen auf den Gipfel. Dann sollte alles gelöst sein. Bitte, dann mal los. Alle zusammen. Okay. Hier ist irgendwie noch ein Weg. Okay. Ich habe mich gehört. Mehrere Wege. Was ist hier? Zum Fuß des Vulkans. Gehen wir erstmal dahin. Ich denke mal, auf der Spitze können wir immer noch mal nachgucken. Fuß. Fuß des Vulkans. Nur ein einziger Weg. Hier geht's hoch. Hier geht's runter. Okay. Hier geht's noch weiter runter. Ach, geh mal rüber. So. Na super. Ja, das passt gerade gut. Jetzt schnell. Ja, die hängen da fest. Hammergeil. Eine Igelkette plus eine Möglichkeit für Kombi-Angriff. Hä? Hammergeil. Das ist doch irgendwie voll geil. Die können wir gleich mal benutzen, würde ich sagen. Die kriegt... Justin? Offizierabzeichen. Schutz. Igelkette. Die ist ja auch ganz schön viel wert. Die haben wir damals in Rangelberg gefunden. So. Edelstein. Kette. So. Das Baumamulett. Amulette an. Ja. So. Hier sind noch so mehr Trollobobs. Die irgendwie am Baum hängen oder so. Keine Ahnung. Mir ja, egal. So. Gut, gehen wir mal weiter. Bitte geht weg. Oh. Fette Typen. Geld. Ein Stein. Okay, da kommen wir wohl noch nicht hin. Dieser Stein wahrscheinlich umzukippen. Wahrscheinlich. Oh, da ist aber noch so ein endgeiler Gegenstein.
Haut ab. Verpisst euch. Oh. Um Haaresbreite. Und hier kommen wir nicht rüber. Und wenn mal der Stein hier kippt irgendwann um. Ja gut. Du geht's auch. Weg mit euch. Und ihr seid auch noch. Euch umgehen wir mal. Irgendwo ging's ja noch hoch. Genau hier. Noch nur Geld. Oh. Also knapper ging's gar nicht mehr. Oh. Hey. Knapp. Gehen wir mal wieder hoch. Gegners overall. Okay. Einmal kämpfen wir. So. Der Halt. Hotdog. Verlorene Seele. Justin greift dann ganz normal an. Flammschuss. Oh. Oh. Der hat auch gut gesessen. Trainer macht mal Graben. Die muss ja auch noch Erde kriegen. Schlimm, ne? Please protect us. Justin ja eigentlich auch. Aber irgendwie kommt er nicht dazu. Waffenfertigkeit ist erstmal wichtiger. Ja. So. Ja. Wie gesagt. Waffenfertigkeiten. So. So macht ihr neuen Zaubergrab. Doch, Godwin macht mal keine Verteidigung. You can't get away with that. Okay. Oh. Die schleudert Papi zum Zaubern. Schon ganz schön krass. Und der kreist da so komisch. Heaven and Earth. Zu hat ja noch ganz neu kam. Und das bringt bestimmt noch viele XP hier am Anfang. Bam. So. Hat gewirkt. Flammenheuler. Oh. Sieht er nicht ab? Nochmal. Geraden. Graben. Please protect us. Jo. Protect us, please. Zack. So. Dann machst du auch gleich nochmal. So. Oh. Ach du Kacke. So. Der Kling macht erstmal keine Verteidigung. So. Der Witz. Mal sehen, wie viel er abzieht. Sorry. Das Beaten gerade. Auf jeden Fall. Oh, falls ihr es gehört habt. Da war die Lautstärke ein bisschen hochgedreht. So. Ach ja. Justin greift ganz mal an. So. Zack. Bam. Fehler macht. Noch graben. So. Please protect us. Jo. Please protect us. Oh, oh. Hat ein bisschen gesessen. Macht Gärtchen. Noch. Nochmal keine Verteidigung. Und so gerade nochmal. Heaven and Earth. So kann man gut trainieren. Alle trainieren Erde. Wie auch Justin. Der macht Waffen. Diesmal ohne Zauberspruch. So. Und Fena macht das auch nochmal. Please protect us. What?
So. Hau rein, Justin. Bam. Tot. Noch den hier. Mach den dann gleich nochmal kommen. Wir haben jetzt schon plus 7 Erde. Ach, Kacke. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen. Man kann die Status-Eigenschaften plus minus 7 maximal verändern. Ja, geht nicht. Aber die XP zählen trotzdem, wenn schon Maximum und Minimum erreicht ist. So. Von daher ist es eigentlich nur eine reine Trainingssache. So. Captain trainiert jetzt auch. So. Die Speeden ist die Lautstärke von meinem PC. Dann mache ich mal das Mikrofon so ein bisschen leiser, damit ich das besser, ja, steuern kann. Weil meine Stimme soll ja nicht zu übersteuert klingen. So. Ja. Oh, Sue hat gelernt. Kämpfen, anfeuern. Was das jetzt so ist? Zauber oder? Ich guck gleich mal nach. Also den mach ich jetzt erstmal kalt. Oh, ein Schlag. Alright, we won! So. 50G, 170. Okay, Fingers fast mit Erde hoch und zu ist ein ganzes Level an Erde hoch. Aber krass. So, dann gucken wir mal weiter. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Nicht mehr Fuß des Vulkans, sondern, ja, sogar schon. Gehen wir jetzt mal, welchen Weg hatten wir jetzt noch nicht? Ich muss mal das groß machen. Den rechts da. Den nehmen wir mal zuerst. Mhm. So, geht's ja auch noch lang. Hang des Vulkans 1. Hä? Naja. Ja, da gehen wir jetzt zuerst mal an. Einen Moment. Da gucke ich jetzt kurz. Mhm. Da sind wir dann wieder. Oder Witz. Wenn doch. Moment mal. Was sind wir denn hier jetzt? So, der Weg bleibt uns verwehrt. Mhm. Da kommt man wahrscheinlich dann runter zu. Ach so. Ja, dann gehen wir jetzt hier nochmal hoch. Das war noch der zweite Weg, der uns verwehrt wird. Also hier sind ein paar Sperren, die man noch nicht abgehen kann. Ein paar Wege. So. Da unten war ja noch ein Weg. Den gehen wir nochmal zuerst ab. Weil ich will wirklich diese ganzen Gegenstände. Die Gegenstände werden im Spiel immer wertvoller und auch besser. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Also sorry. Sorry. Oh, Steinmänner. Den konnte ich noch ein bisschen zurückhalten. Ich musste so den niesen. Ah, hier ist glaube ich nichts. Jetzt sind wir ja nur Gegenstände. Okay, wo sind wir hier jetzt? Hier ist nichts. Mhm. Hier ist ein Weg. Eine Holzbrücke. Hier geht's runter. Das ist ein Bereich mit Geld. Irgendwelchen Hunden. Feuerhunde. Aber ich will das Geldzeug. Okay. Kämpfen. So, Mikro richten. Hotdog. So. Ach komm. Drauf. So. Fehler graben. Ihre Feuerwehr ist hier so gut wie nutzlos. Oh, Flammenrollen, ne? So, zu. Ach hier. Kämpft. Verbessert alles. Stärke der Gruppe. Also wie wow eigentlich nur für die ganze Gruppe. Hm. Gut. Aber erstmal machst du noch Graben. Please protect us. So. Zack.
get away with that? Jo. Graben. Jo. Nein, noch nicht ganz. Nochmal graben. Finger gelernt, erfrischen. So, jetzt hat sie also Level 10 in der Erde. Also, Level 10 in der Erde. Dann macht es jetzt auch nochmal graben. Und dann müssen die Viecher mal langsam verrecken. Ja, kann Gattin sich jetzt auch mal drum kümmern. So, bam. You can't get away with that. Dim, dim. So. Which? So, zack. Get in. So. Tot. So. Okay. Not bad, eh? Jo, 15 gehen. Jo. Weiter geht's. Zu mir. Eine ganze Ecke Zeit verronnen, ja. Schlechtes Deutsch. Doch, nee, ne? Nein! Noch. Irgendwie hätte ich es wissen müssen. Da machen wir jetzt mal starke Attacken. Magma Mann. Oder greifen einfach mal an, so. Flammenheuer. Oh, echt stark. Lava-Wurf. Okay. Oh, schon krass. Angriff, alle. Von damit. Justin. Nein. Ach. Oh, Justin verreckt uns ja gleich. Tja. Sollen wir nachhelfen? Ohne Witz. Das ist sowas. Everyone okay? Nein. Warum auch immer, die Flammenheule haben das dann wieder gestreckt. Tja, da habe ich mich wohl vergessen zu heilen. Hm. Das lernt man aus. Heilen ist alles. So. Erstmal das Geld hatten wir, so. Den das Wasser als Zauberlern benötigt. Lebensdank und alle Heilungszeug. So. Hoppala. Noch mehr Doggies. Okay. Ach so, jetzt sind wir hier, wo wir schon waren. Ja, ja, da. Dumm, Hunde. Gehen wir jetzt hier hoch. Da geht's hoch. Hier war aber noch auch ein Weg. Ja, ja. Dumm, Hunde. Hier hoch, nämlich. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, da ist ja nichts. Oh Gott. Und sonst hier hochgeladen. Tja. Nochmal ein volles Programm hier. Flammenschuss. Was geht's? So. Die Viecher sind alle tot. Und dann gucken wir mal weiter. So, weiter geht's. Hier oben war ja nichts. Ach so. Da oben ist ein Gegenstand. Den müssen wir haben. Den hole ich mir auch. Hundertprozentig. Lassen wir erstmal gucken, wie. Noch mehr Magma-Kirche. Haut ab. Muss aber an euch vorbei. So. Ich mal hier lang. Geld und. So. Jetzt nicht weiter.
Hoppala. So. Ach so. Hier haben wir diese Abzweigung. Wir wollen jetzt mal weiter hoch. Zum Vulkangipfel. Also, Krater heißt das ja beim Vulkan. Sind wir ja fast einmal im Kreis gerannt. So. Und gucken wir mal. Hier geht's hoch. Nee, nee, nee. Und bleib uns fern. Okay, Krater des Vulkans. Merken, da an der einen Stelle war noch so ein Gegenstand. Den muss ich haben. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Weil ich habe das Gefühl, ich muss durch so einen Geheimweg oder so. Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Oh, erstmal springen wir hier rüber. Nein, nein, nein. Ich hab hammergeil. Hinterhalt. Hotdog und Magma Man. So, zack, zack. Einer ist tot. So. Noch einer. Zack. Ein Magma Man ist auch schon tot. Da wir jetzt gleich einen Stab bekommen. Also, dieses Messer ist ja ganz schön effektiv. Wir haben einen Gegenstab gekriegt. Den gehen wir so am besten gleich mal. So, da gibt's. Ah, noch ein Gegenstand. Das ist Drachenschuppen. Schutz vor Schaden unter 10. Halt mal. Okay, Viecher hier. Okay. Wobei, erfolgreich. Und Witz, jetzt gehe ich nochmal zurück und hole mir diesen einen Gegenstand da, weil den will ich haben. Ich habe es einmal gesagt. Oh. Nee, halt mal nicht, Magma-Mann. Ich muss diesen einen Gegenstand noch haben, den ich gesehen habe. Und den hole ich mir auch. 200 Pro. Irgendwo wird's, ich meine, hier gibt's irgendwo so einen Geheimgang zu diesen Gegenständen. Den muss man nur finden. Und die Wände, diese Geheimgänge, die muss man nur erstmal finden. So, ja, ja, ja. Da oben, da hat man ja gesehen, ne? Geheimgang. Sache ist die, finden es gar nicht mehr. So, wobei, oh, voll rein. Ja, muss. Hotdog. Okay, alle wollen noch rein. Okay, jetzt können wir ruhig alle angreifen. Auch so läuft jetzt mal. Jetzt holt sich Justin. Alright, we won! So. 20G. Jo, und weiter geht's. So. Hang des Vulkans. So, jetzt müssen wir irgendwie... hier, guck an. Hier ist der Geheimgang. Muss man... Alter, wie krieg ich den Garten? Habt ihr das eben gesehen? Muss man nur diesen Gang hier entlang kriechen. Diesen Geheim-Edelstein. So. So geht das. Und es ist... ein Feuerbullett. Stinknormales. Wow. Stinknormales Feuerbullett. Naja. Was kann ich alles tun, ne? So. Gehen wir jetzt mal hier diesen Berg auf.
vorbei an den Gegnern. Durch die Schwefelgase hier. Schwefelmonoxid oder was auch immer. Oder Dioxid. So. So, wow. Knapp. Oh, jetzt sind die da. Dann einfach mal vorbei. Okay, Geld. Wow, die habe ich jetzt nicht gesehen. Das war mies. Drei solche Kritas oder was auch immer. Verlorene Seele. Dann greift jetzt mal nicht an. Der macht jetzt wieder keine Verteidigung. Aber Justin, er greift an. Oh. Da. Zack. Okay, doch nicht. Zack. Bam. So, den letzten holt sich dazu. Dam, 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 dam. Zack, 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 da-da-dam, da-da-dam, la-la-la-la-la-la. So, weiter geht's. Geld. Und hier sind ja noch Gegner. Hinterhalt. Das war doof, ich hätte mit zuerst an den Gegnern mit sollen. Naja, kämpfen wir gegen doch noch. Ohne Witz, ich lasse jetzt mal alle Justin bekämpfen, weil er soll unbedingt noch so ein Level mit seiner Axt hoch. Er kriegt da glaube ich auch so eine ganz hässliche Attacke. Ja, dann verteidigt sich jetzt mal einfach. Fena auch. Die knüpft sich jetzt mal wirklich Justin vor. Und Su kann ihr Graben machen. Dann, so. Ding, ding, ding. Bam. Graben. So. Ja, Justin hat gelernt. Eisschlag. Was ist wohl heftiger gegen Feuer als Eis? Richtig. Nix. Und diese Attacke wird uns wahrscheinlich noch den Arsch im Bosskampf rennen. So. Jetzt Angriff. Mal geil. So. Und bevor wir jetzt etwas anderes machen, kriegt Justin jetzt ein Schwert. Weil, ohne Witz, der hat Axt auf Level 16. Keule ist ein guter Mittelwert, Level 10. Und Schwert ist immer noch. Wann haben wir das gewechselt? Ach ja, in Parm. In Parm. Da war er Level 6. Deswegen kriegt er jetzt diesen hammergeilen Drachenkiller, oder wie es denn heißt. So, haben wir mal am besten gleich noch mit Gatlin. So. So, noch mehr Gegner. Hier sind noch Kräuter. Weißt du was? Gleich weg damit. Sowas habe ich, sowas habe ich einfach keine Verwendung mehr. Nein! Ach, Manu. Na, dann los. Die kann, ja, Justin oder Fehler, Flammenheule, zack, Flammenschuss, okay. Das ist los. Fair Play. So. Oh, so, hat's erwischt. Ist. So, auf. That was close. Ja, das war echt close. Ja, bis zu falls. Weiter geht's. So. Jetzt müssten wir eigentlich am Krater
hingekommen sein. Jo. Hier ist noch Geld. Und dann würde ich sagen, schon wieder sehr viel Zeit verstrichen. Extra langer Part. Sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Grandia. Euer Schokobomber. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Es wird immer weitergehen mit Grandia. Und auch andere LPs natürlich. Und ja, wenn euch was nicht passt oder so, kommentiert doch bitte. Fände ich auch sehr nett. Ja, bis zum nächsten Teil, euer Schokobomber.